Fast jeder Fischer kennt das Problem. Möwen am Angelplatz, die insbesondere Topwaterköder gern attackieren. Ja, und da haben wir auch schon den Schnur- bzw. Geflügelsalat. Jetzt nicht mal kann ich nur einfach davon abschneiden. Hier zeigte mir mein Guiding-Gast, ein erfahrener Ostsee-Bootsangler, wie man diese Tiere am einfachsten und schonendsten von der Leine befreit. Okay, du bist ja wirklich der Profi. Halt, stopp! Schauen wir uns diesen Griff noch einmal in Zeitlupe an. Man bewegt die Hand langsam hinter den Kopf des Vogels und greift dann mit einer beherzten Bewegung zu. Die Möwe scheint durch diesen Griff in einer Art Beutestarre zu verfallen. Ist ja ein richtiger Profi. Es muss und sollte also nicht fest zugedrückt werden. Wie man sieht, lässt sie sich ohne Widerstand halten, von der Leine befreien und in Abflugposition bringen. Ja, und da hebt der Vogel einfach ab, ohne Startfreigabe. Ich hab das schon mal gemacht. Was auch irgendwie funktionierte. Das war so ein böses Gehacke. Diese Methode ist jedoch für alle Beteiligten absolut schonend. Hier nochmal die typische Handbewegung, die sich jeder einprägen sollte, der einen Wasservogel befreien will oder muss. Ich weiß, das war nicht diese typische Möwe, die wir hier haben. Doch ich bin sicher, diese Methode funktioniert auch bei dem kanarischen Gelbschnabel-Sturmtaucher, auch wenn dieser einen weit größeren Schnabel hat. Jungvögel verfliegen sich manchmal auf ihrem ersten Flug. Diese fangen wir dann ein und bringen sie zur nächsten Aufzuchtstation.